Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist wieder der Angelus. Und ja, in den Kommentaren wurde des Öfteren gefragt, wann kommt wieder ein PvP-Video? Und ja, jetzt. Es ist leider wieder mal ein nachkommentiertes, da ich gestern Abend wieder ein bisschen PvP gespielt habe. Ich habe aber gar nicht geplant, was aufzunehmen. Aber da die Runde so gut war, fand ich, habe ich mit der PlayStation das einfach nochmal gespeichert. Und deswegen gibt es jetzt nochmal ein nachkommentiertes Video. Aber morgen kommt ein PvP-Video, das habe ich live gespielt. Also live kommentiert und dabei gespielt. Das gibt es morgen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, und hier in der Runde war der Deagle mit in meinem Team vom YouTube-Kanal ProNDC. Mit denen habe ich gestern ein paar Runden gespielt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht wird das auch wiederholt. Ja, und hier spiele ich diesmal mit meinem neuen exotischen Revolver, mit dem Falkenmond. Der macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also der Schaden ist in Ordnung. Die Präzision ist super. Also ich finde den richtig, richtig klasse. Hier sieht man das. Gut, da bin ich schlau von hinten rumgelaufen und habe ihn mir dann geholt. Hat er nicht mit gerechnet, weil er vorhin ja beschäftigt war. Ja, leider ist es jetzt wieder Ufer der Zeit Venus. Das sieht man ja leider ein bisschen häufig bei mir, aber ja, ich habe da halt meistens gute Runden drauf. Aber morgen, wie gesagt, da gibt es live kommentierte PvP-Matches mit Maps, die ihr noch nicht gesehen habt oder nur einmal bisher gesehen habt. Zum Beispiel der Merkur und nochmal Dämmerwacht. Oder Dämmerbruch. Ja, hier die Stelle kennt man ja. Also auf Venus sind meine Gameplays eigentlich immer recht ähnlich, muss ich sagen. Aber nicht ganz so übertrieben jetzt wie im letzten Mal, wo ich wirklich nur hier hinten stand. Das kann man sich jetzt hier schon mal angucken und sind schon neue Sachen dabei. Allein schon, dass ich mit dem Revolver spiele. Meine neue Lieblingswaffe. Da habe ich als Bonus drin, dass zwei bis drei Kugeln im Magazin zufällig mal erhöhten Schaden verursachen können. Und das merkt man doch schon ordentlich. Hier doppelt da nochmal rausgeholt. B-Fahne wieder gesäubert. Wo ich ja eigentlich auch nie so oft hingehe. Ah, Assist nur gekriegt. Und hier sterbe ich. Ja. Wenn man nicht aufpasst, der war auf dem Radar zu sehen. Habe ich selber Schuld gehabt, mal wieder. Zone C verloren. Zone C verloren, das darf doch nicht wahr sein. Nicht mit mir, da muss ich hin. Da muss ich hin, wenn ich sowas höre. Die C-Fahne ist auch meins. Ja, und der Deagle, der hat ja auch schon aufgeräumt. War nicht mehr viel zu holen für mich. Hinterm Baum ist noch einer, aber der hat sich da geschickt verkrochen. Und jetzt achtet mal aufs Radar. Gleich, da kommt einer, den kriege ich einen Assist. Aber da sieht man, im linken Gang kommt einer. Den nehme ich noch mit, aber er hat eine Mine geworfen, die ich nicht sehe. Da rechts neben mir ist sie. Und ja, wenn man keine Augen auf hat, ne, dann passiert sowas. Da ärgere ich mich immer richtig, weil das ist einfach nur ein unnützer Tod. Das muss nicht sein. Da muss man einfach wegbleiben dann. Aber wenn man zu blöd ist, um die Granate zu sehen, dann hat man auch verdient zu sterben, so wie ich gerade. Und der Jäger freut sich. Das war ein schöner Kill aus dem Grab heraus, also post-mortem. Schwere Munition. Meine neue schwere Waffe hier in Rot. Schick, oder? Sollte jede Frau in der Handtasche haben. Und hier wieder durch Granate gestorben, weil ich nicht sofort weggegangen bin. Die lag hinter mir wieder, habe ich wieder nicht gecheckt. Da muss man noch ein Gefühl für entwickeln und ein Auge für haben, wohin dann die Granate fliegt und wo sie dann liegt, damit man da nicht stehen bleibt. Der Feind hat Zone A erobert. Ja, hier der Revolver, der ist einfach super. Ja, man merkt ja, seitdem ich den Revolver habe, mache ich viel mehr Kills damit, anstatt hier die ganze Zeit mit dem Scharfschützengewehr zu stehen. Klar mache ich das hier immer noch, weil man damit einfach sehr, sehr, sehr gut die C-Fahne verteidigen kann. Aber ich stehe nicht mehr ganz so häufig, weil der Revolver auf Entfernung auch sehr, sehr stark ist. Einfach mal schön auf den Kopf schießen. Da kommt noch einer. Da vorne fliegt ein Phönix rum, habt ihr ihn gesehen? Schmeißt ihn mit seinen kleinen Sonnengranaten.
Und ich krieg ihn wieder nicht. B-Fahne ist auch sauber. Zack, abgestaubt. Gut, der hatte kein Schild mehr. B wird eingenommen. Da verstehe ich auch nicht. Ich hätte eigentlich auch mal hinlaufen können mit meinem Super, sehe ich jetzt gerade. Aber nö, ich mach's lieber so per Kopfschuss. Ja, ich glaube, ich hatte einen Auftrag dabei. Da musste ich sogar Kopfschüsse machen mit dem Scharfschützengewehr. Deswegen war ich da so heiß drauf. Den gab es gestern nämlich als Beutezug, den Auftrag. 15 Kopfschüsse mit dem Scharfschützengewehr. Feind hat Zone B erobert. Ah, einen nur geschafft. Da habe ich den sogar fertig. Seht ihr rechts? Das war der Auftrag. Zone B ist neutralisiert. Also müsste er, glaube ich, gewesen sein. Bin ich mir nicht sicher. Das Vorschaufenster ist hier so klein. Ich habe es nicht gelesen. Oh, habt ihr es gesehen? Nicht schlecht. Ich habe leider total blöd daneben geschossen und er holt sein Scharfschützengewehr raus. Ein Schuss und ich war weg. So muss es laufen im Idealfall. Zone C verloren. Hat er richtig gut gezielt. Doppelkill hier wieder in der C-Fahne. Mit einem Feuerball, Junge. Und hier wieder der Revolver. Wenn die Leute da frontal reinlaufen, ist das so tödlich. Ja. Und hier habe ich mich einfach nicht früh genug umgedreht. Ich war dann auch vorne beschäftigt, dass ich den Typ da weggeballert habe und achte nicht aufs Radar, dass da einer von hinten kommt. Das kann man besser lösen. Hier. Schutzengel. Da dachte ich, der Titan will den Diegel da noch einmal schlagen. Und dachte mir, ich schieße ihn lieber mal in den Rücken, bevor da irgendwas schief geht. Aber er hätte ihn, glaube ich, wahrscheinlich auch selber gekriegt mit einem Nahkampfangriff. Aber Titanen im Nahkampf sind immer so gefährlich mit der Faust. Die machen so viel Schaden. Und jetzt hier Action an der B-Fahne. Assist. Dann noch ein Kill, wieder ein Assist. Die ist echt actionlos. Und hier habe ich ja im letzten Video gesagt, dass ich hier nicht gerne hergehe. Aber seitdem ich den Revolver habe, macht es richtig Spaß, auch mal mehr rumzulaufen, auch auf dieser Map hier. Und um damit Kills zu machen. Auf kleineren Maps laufe ich ja sowieso nur rum. Aber hier auf Venus war ja eigentlich immer so meine Sniper-Level-Map. Zack, schön weggeholt. Und jetzt seht ihr, die C-Fahne wird eingenommen. Na, jetzt nicht mehr, aber ich gehe da leicht trotzdem wieder hin jetzt. Immer schön die Munition mitnehmen, damit einen nie die Sniper-Muni oder Shotgun-Muni, was auch immer ihr als Sekundäre trägt, ausgeht. Immer die grünen Kisten mitnehmen, wenn ihr eine seht. Das lohnt sich wirklich. Super, und kein Leben mehr und ja, warum ich da noch überhaupt noch versuche, in ein 1 gegen 1 zu gehen, wenn ich kein Leben mehr habe, ne? Ich vertraue da immer zu sehr drauf, dass der Revolver einfach mal One-Hit macht. Das macht er nicht. Einfach mal zurückziehen, bisschen Leben wieder aufladen und dann ihn holen. Hier, gleich die Rache hat er gleich gekriegt von hinten. Das kommt davon. B erobert, der Feind hier. Die wieder schön Feuerschutz geben. Einer weg. Und Doppelkill von Weiten. Damit müsste B wieder gleich uns gehören. Nee, da ist noch einer. Aber hier, die Kollegen, die machen das schon. Kann ich immer weiter meine Zielfahne hier beschützen. Zone B ist neutralisiert. Ja, die haben A eingenommen. Das heißt, da müsste doch hier gleich wieder was los sein. Zone B ist sicher. Weil B haben wir jetzt auch. Da gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten. Und das kann man halt immer abschätzen. Da weiß man immer ungefähr, wo befinden sich gerade die Gegner, wo spawnen sie. Weil wenn sie nur noch hinten die A-Fahne haben, spawnen sie immer da. Da kommt schon der Erste wieder. Zack, weg. Gut, zwei Schuss. Der Erste ging daneben. War nicht Zone so perfekt. B verloren. Und der war schon tot. Der war. Zone B erobert. Und da ist die Runde auch gleich schon wieder vorbei. Ja. Erstmal würde ich sagen, war das die letzte nachkommentierte Folge. Und wie gesagt, ab morgen gibt es dann mal Live-Gameplay. Aber es ist ein Anfang. Gute Arbeit. Da könnt ihr schon drauf gespannt sein.
Ja, wir haben gewonnen. Kontrolle, Ufer der Zeit. Planet Venus. Unten sieht man meine ganzen Aufträge. Ja, da habe ich den Kopfschüssen auf jeden Fall auch fertig bekommen in dieser Runde. Hier. Fett Kills gemacht. 3,71 KD. Ja, sieht doch gut aus, oder? Deagle auf Platz 2 hat auch immer super Runden hingelegt gestern. Die hier war nicht so gut. Er hat einmal eine mit über 6000 Punkten gemacht und eine 4er KD. Da hat er richtig reingehauen. Ne? Aber hier knapp hinter mir. Aber immer, wir waren eigentlich immer Erster und Zweiter. Ja, Leute, das war's heute. Live-Gameplay. Und ja, sag ich mal, bis morgen zur nächsten PvP-Runde. Ciao.